was machen Sachen? Ja, die Woche ist was ganz Spannendes auf Twitch passiert oder darauf bin ich dann aufgeworfen, dass halt ein größeres Problem auf Twitch existiert. Darüber möchte ich jetzt einfach mal sprechen, was da jetzt eigentlich passiert. Also Aufmerksamkeit auf das Ganze bin ich geworden, weil ich gelesen habe, dass Pokimane gebannt wurde von Twitch. Man kennt sie nicht. Sie ist halt eine englische Streamerin, eine der größten tatsächlich. Und ja, warum wurde die gute Frau denn gebannt? Was hat sie denn verbockt? Sie, wie viele, viele andere, haben angefangen, auf Twitch komplette Serien, Filme und etc. einfach zu streamen mit ihrem Publikum. Und ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber das ist jetzt nicht so ganz erlaubt. Wer hätte es gedacht? Ja, wie gesagt, sie wurde halt deswegen gebannt. Es ist momentan anscheinend auch ein riesiger Trend, gerade im englischen Raum, einfach komplette Serien, Filme etc. halt einfach über Twitch zu streamen mit ihrem Publikum. So. Fand ich sehr faszinierend, wusste ich bis diese Woche halt nicht, dass das tatsächlich Leute machen. Ich dachte, die Leute wären so vernünftig und würden halt sowas nicht tun, weil das kann unter anderem doch sehr teuer werden, wenn man von einer größeren Firma verklagt wird. Und Twitch scheint erstmal dagegen nicht so großartig was zu tun, wie Leute für ein paar Tage zu bannen. Das fand ich sehr lustig. Das riecht so nach, bitte verklagt uns doch mal alle. Ja, ist jetzt auch nicht so, dass das kein Geheimnis wäre oder so. Es sind tatsächlich sehr, sehr viele große Streamer. Gerade diese Pokimane ist auch eine der größten im englischsprachigen Raum, die halt tatsächlich streamt. Ja, das klingt alle so für mich so jetzt, ja, verklagt uns doch mal bitte. Wir lassen unsere ganzen Partner ganze Serienfilme schauen, ohne da großartig was dagegen zu tun. So eine Situation gab es ja schon mal vor knappe 10 Jahren, so 2007 rum auf YouTube, wo man halt tatsächlich noch einfach auch Serien, Filme etc. einfach auf YouTube hochgeladen hatte. Und da gab es ja auch eine bitterböse Klage. Die ging, 3 Jahre wurde dort verhandelt und YouTube hatte zwar gewonnen mit der Ausrede halt, ja, sie haben ja keine Macht darüber, was die Leute bei sich hochladen. Hat anscheinend gereicht, hat funktioniert. YouTube hatte, wie gesagt, doch gewonnen. Und seitdem gibt es halt das Copyright-System, was wir heutzutage immer noch auf YouTube haben, was halt über einen Algorithmus läuft und mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Es ist sehr fleißig, es schießt aber auch sehr gerne mal falsch. Wir alle kennen und lieben es. Oder hassen es. Immerhin ist es fair und pisst alle gleichzeitig ans Bein. Twitch eher weniger. Ich habe jetzt, kann jetzt auch nur sein, dass da halt einfach größer geschrien wurde, dass halt Leute wie Pokimane, die halt doch in ein bestimmtes Genre reinkommen, weil sie halt gut aussehende Frauen sind und dieses halt auch ausnutzen. Finde ich ein bisschen bizarr auf Twitch. Aber naja, jedem dem das seine, solange halt nichts Illegales passiert, lasse doch, mein Gott. Ja, und das männliche Streamer dann doch deutlich stärker gebannt werden. Ich hatte jetzt mehrere Fälle gesehen, die tatsächlich einen Monat gebannt werden und halt Streamerinnen oder halt auch generell Streamer, die in besserem Licht stehen auf Twitch, ja, nur ein paar Tage. Wie gesagt, kann auch sein der Fall, dass einfach die Leute einfach lauter schreien, die länger gebannt sind und die anderen, ja, passiert halt. Ich weiß ja, ich habe Scheiße gebaut, ich hätte vielleicht die Serie nicht schauen sollen und ist vorbei. Das kann natürlich auch sein, will ich jetzt nicht bestätigen. Ich will jetzt auch nicht den ganzen Tag suchen. Das ist mir halt jetzt aufgefallen. Generell scheint mir auf Twitch eh das Problem zu sein, dass gewisse Frauen bevorzugt werden gegenüber von Männern. Ja, aber das ist ja schon jetzt länger, die Sache. Und hat jetzt mit dem Thema eigentlich nichts zu tun, warum ich hinaus wollte. Es ging ja eigentlich um Copyright-Geschichten. Ja, ich kann mich noch erinnern, vor einem Jahr oder so war das doch. So Pi mal Daumen, ja, oder lass es auch 2 Jahre her sein. Da habe ich selbst auf Twitch halt erst angefangen. Da ging es mit der Musik. Da hatten alle Leute richtig viel Angst vor wegen die MCA-Strike, wegen irgendwelcher Musik im Hintergrund. Hat sich daraus entwickelt, ja, wir gucken, wie wir das ausreizen können und gucken ganze Serien. Ich weiß ja nicht. Sehr lustig finde ich auch, wie das oft verteidigt wird, gerade halt von Seiten der Zuschauer hin. Ja, wir haben doch Fair Use hier in Amerika. Das ist doch... Die haben anscheinend keine Ahnung, von dem sie sprechen. Es gibt, klar, dieses Fair Use gibt es. Gibt es hier auch in abgewandelter Form hier in Deutschland. Nennt sich dann momentan Zitatrecht. Und es deckt halt nicht ab. Man setzt sich vor den Bildschirm, schaut an eine Serie und hat den einzigen Input, den man hat, ist, aha, oh, hat er nicht gemacht.
Also so wirklich kein genereller Input, generell, was es mit diesem Fair Use auf sich hat, dass es auch jeder mal erklärt hat, wem halt der englische Begriff nicht sagt. Das ist ein bisschen anders ausgelegt wie unser deutsches. Es gibt Unterschiede. Aber im Groben und Ganzen geht es beim Fair Use einfach darauf hin, die Leute abzusichern, wenn sie halt Reviews, Kritiken, Parodien oder Satire machen, dass Teile genutzt werden dürfen. Also Ausschnitte von Filmen, Serien etc. dürfen für Reviews, für Kritik, für Satire oder für Parodie genutzt werden. Nicht das komplette Ding am Stück und schon gar nicht ohnelei Unterbrechung und Inhalt, der dazukommt. Selbst YouTube-Videos, die man heutzutage viel macht, man geht auf Twitch oder auf YouTube und reagiert halt auf andere YouTube-Videos, selbst das ist tatsächlich theoretisch eigentlich nicht wirklich erlaubt. Es ist mehr so eine Grauzone, da dahinter ja keine Firma steht und die meisten, die Videos hochladen, haben die meisten jetzt nicht unbedingt was dagegen, wenn man halt seine Videos auch anschaut. Wenn dann halt auch Input kommt, wo nicht mehr lassen irgendwas laufen und gucken uns das einfach gemeinsam an und essen dabei oder so weiter. Es ist mehr so, ja, es ist zwar eigentlich erlaubt, aber es wird geduldet. Ja. Ich wollte einfach nur mal drüber reden, weil ich fand das doch sehr faszinierend, dass ganz Twitch anscheinend gerade irgendwelche Filme guckt. Also, wenn ihr noch was gucken wollt, meistens zwar jetzt in Englisch, geht mal auf Twitch und guckt, ob was gestreamt wird. Halt, stopp, das meine ich jetzt nicht so. Ja, generell fand ich es jetzt einfach faszinierend, da ich das selbst vor einer Woche oder so noch nicht mitgekriegt habe. Im deutschen Raum ist es anscheinend nicht so ein Ding. Im Englischen ist es halt tatsächlich so, dass halt sehr, sehr viele, auch sehr große Streamer tatsächlich irgendwelche Serien streamen, ohne dass halt großartig irgendwelche Nachteile für sie entstehen. Sie werden halt mal 5 Tage gebannt und gehen halt drin und machen es gleich nochmal, weil man lernt nichts draus, weil es gibt keine große Konsequenz. Teilweise wurden auch schon während den Streams gesehen, dass halt Twitch-Mitarbeiter tatsächlich in besagten Streams dabei sind und mit über die Serie diskutieren. So viel dazu. Also Twitch scheint das jetzt auch komplett egal zu sein, bis sie halt wirklich eine fiese Klage in den Hals kriegen und die können sich dann halt nicht wie YouTube rausreden. Ja, wir wussten ja gar nichts davon. Da ja halt tatsächlich, es sind nicht irgendwelche kleine Bot-Kanäle, wie es auf YouTube war, und halt auch generell kleinere Kanäle wie auf YouTube, die halt das Sachen hochgeladen haben, sondern es sind ja tatsächlich die größten Streamer, die sie haben, ihre größten Partner machen diesen Quatsch und sie sitzen dabei und diskutieren auch noch über die Serie. Wird schwer mit dem Rausreden, von wegen, wir wussten ja gar nicht, was da passiert. Kritisch. Ich fand diese ganze Aktion lustig. Vor einer Woche wusste ich nicht, dass das so gehandhabt wird anscheinend. Ich kenne es halt nur hier im deutschen Raum, ist es ja so eher gang und gäbe, dass man auf andere YouTuber reagiert. Einer macht ein Video gegen den anderen und man reagiert halt wie meistens via Twitch drauf oder generell. Es wird auf irgendwelche ja, Videos reagiert, sei es jetzt halt irgendwelche TikTok-Zusammenschnitte oder irgendwelche lustigen Videozusammenschnitte oder halt auch Videos über andere. Aber da wird halt keine komplette Serie von der Firma gestreamt, was halt doch, die haben doch ein bisschen mehr Macht wie so YouTuber XY. Ja. Ich weiß nicht, ich würde mich das nicht trauen, mich auf Twitch hinzusetzen und halt, ja. Ich schaue mir jetzt, keine Ahnung, irgendein Anime an, keine Ahnung, wir gucken dann alle mal zusammen Soul Eater oder so oder Dragon Ball oder was weiß ich. Absurd ist die Welt, absurd ist die Welt. Tja. Wie sieht's bei euch aus? Habt ihr das Ganze mitgekriegt? Habt ihr das generell mitgekriegt? Was sagt ihr dazu? Habt ihr eine Meinung dazu? Ja, ich würde mal gern wissen, was ihr dazu denkt. Ob jemand Gedanken dazu hat. Oder ob ihr es halt generell, wie ich halt, nicht gewusst habt, dass das halt auf Twitch so gehandhabt wird momentan, dass halt Serien geschaut werden, ganze Filme. Am besten wäre ja noch der Gag, irgendwelche gepirateten Filme, dass halt der Streamer an sich den Film irgendwo runtergeladen hat, wo es halt nicht legal ist. Und den dann guckt, so die Absurdität noch mal höher setzen, so nichts daran ist legal. Aber was soll's? Ich darf das machen, weil dann ist das Höchste, was mir passiert. Ich bin ein paar Tage vor meinem Account gesperrt. Super. Danach schmeckt halt dann auch wieder die ja, Zuschauerschaft, weil die kommen ja dann auch wieder. Und bei großen Streamern kommt ja doch ein bisschen was an Donis zusammen und so weiter. Gerade wenn man dann halt Serien schaut, die halt sehr gern geschaut werden, glaube ich mir, dass auch die Zuschauerschaft dann sehr massenhaft da ist, weil wieso alleine Fernsehen gucken, wenn man das zusammen mit einer großen Gruppe machen kann und einer, den man halt gerne guckt, da vorne mitguckt. Ist vielleicht schon schöner, wie alleine vorm PC sitzen oder vor der Glotze sitzen und zu gucken, wenn da jemand dabei ist. Man fühlt sich dann nicht so alleine. Kann ich schon irgendwo verstehen.
Aber ich hätte, glaube ich, nicht als Streamer die Eier, mich hinzugehen. Ja, wir gucken jetzt halt irgendeine Serie. Und wenn ich dann ein paar Tage weg bin von meinem Stream, bin ich halt weg. Ja, ich weiß ja nicht. Wäre mir nichts. Wie gesagt, was sagt ihr dazu? Ist das euch vollkommen egal, was sie gucken? Euch ist es nicht betroffen? Geht ihr jetzt gucken? Vielleicht findet ihr jemanden, der irgendwas guckt, was ihr gucken wollt? Oder generell? Ja, dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit bis hierhin. Und ja, lasst doch mal ein Like, ein Abo da, wenn euch das gefällt, was ich in letzter Zeit mache. Sei es jetzt die Let's Plays, das Pokémon Nuzlocke. Das ist ja soweit fast fertig. Wir dümpeln auf die Top 4 zu. Sieht halt momentan für mein Team nicht so geil aus, weil doch sehr viele nicht mehr unter uns sind. So ein bisschen leveln. Ja, oder halt generell einfach, dass ich so quatsche, über was ich so quatsche. Gefällt euch es besser, dass ich einen Speedrun habe oder wollt ihr mich sehen? Feedback wäre nice. Mal gucken. Wäre lieb. Ja, dann, ich hatte schon Danke gesagt und ja, einen schönen Tag euch noch.